Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Spieler-SBC aus dem Eredivisie-Tots mit Puskakli. Und das Gute ist, er ist ein französischer Innenverteidiger. Ja, davon haben wir zwar schon genug, aber er hat auf jeden Fall seine Vorteile und die sind klar auf jeden Fall beim Preis. Denn dieser Spieler kostet euch nur unglaubliche 30.000 Coins. Das ist natürlich mal abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt. Oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch kurzfristig Preisschwankungen vorkommen. 88 ist er bewertet und ich muss sagen, der gefällt mir ausgesprochen gut. Wir haben hier 4 Sterne, schwacher Fuß. Das sieht man auch nicht so häufig beim IV. Und wenn wir uns die Stats anschauen, das sieht richtig rund aus. 1,81 ist er groß, also nicht der größte jetzt vielleicht für die IV-Position. Hat aber overall schon auch ganz gute Dribbling-Stats. 86 dort insgesamt, auch kurzer Pass, langer Pass, das sieht richtig gut aus. Lange Pässe hat er sogar als Trade mit drin. Der sieht richtig gut aus. Also gerade ihre Devise, habt ihr da vielleicht die ein oder andere Totzkarte gezogen? Das ist ein... Also da kann man richtig gute Teams inzwischen mitbauen. Französischer Innenverteidiger, muss ich gar nichts zu sagen. Auch ligenübergreifend sehr, sehr gut verlinkbar. Also ich an eurer Stelle, ich würde den mitnehmen. Ich nehme ihn selber mit für mein Team. Vielleicht spiele ich ihn nicht, aber immerhin 88 bewertet. Und... ja, ich sag's mal so, es kommen nochmal garantierte Tots-Packs und meistens waren die Bedingungen so, dass man einen Tots-Spieler benötigt. Also falls ihr den gar nicht braucht, weil ihr zu gute Innenverteidiger habt, dann nehmt ihn vielleicht einfach so mit, weil ihr vielleicht noch eine Tots-Karte braucht für ein zukünftiges garantiertes Tots-Pack. Und für 30.000 Coins kann man da sicherlich nicht viel falsch machen, gerade vom Rating her. 88, das ist okay, nimmt man mit. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die SBC an und da ist es auch nur eine. Wir brauchen einen Franzosen, einen Team of the Week Spieler. Hier könnt ihr eigentlich, ja, wird schon eng, aber guckt mal, vielleicht habt ihr noch einen anderen einen Team of the Week Spieler 80 bewertet, dann packt dort hier einen anderen 83er hin. Das sollte sich ausgehen. Team of the Week brauchen wir, wie gesagt, mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Team Chemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ja etwas mehr als 6 Tage noch Zeit, diese SBC abzuschließen und dann ist er erstmal weg. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Gerne mal eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Gerne auch ein Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Und falls ihr möchtet, dann schaut doch auch gerne mal bei Twitch vorbei. Dort machen wir unzählige Upgrade-Packs und Picks. Auch die nächste Icon Moments SBC, die werden wir dort, ja, zweimal sogar abschließen. Also kommt da gerne vorbei. Spannung ist garantiert. Ich würde mich auf euch freuen und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace.